Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr gratis Loot für Call of Duty bekommt. Und zwar ist das einmal für Modern Warfare oder Warzone ein Waffenbauplan, einen Helikopter-Skin, eine Visitenkarte, Embleme und Sprays. Für Cold War gibt es einen Talisman und eine Zombie-Visitenkarte. Und für Call of Duty Mobile gibt es eine Shotgun, eine Visitenkarte, ein Avatar, ein Spray und einen Rahmen. Was ihr dafür machen müsst, Leute, ihr geht auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dann seid ihr hier. Dann könnt ihr einmal nach rechts klicken. Und hier bei diesem Fernseher schaut ihr euch dann ein Video an, Leute. So, wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr auf den zweiten Link in der Videobeschreibung und gebt das hier ein. Also das schreibe ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Könnt ihr einfach copy-pasten. Wenn ihr das dann gemacht habt, kommt hier ein Erfolg. Hier klickt ihr einmal drauf und dann erscheint diese Seite, Leute. Wenn ihr das dann gemacht habt, klickt einfach oben auf den Link und gebt nach und nach die Codes ein. Ich mache das jetzt mal und zeige euch das. Immer hier. Senden dauert ein kleines bisschen. Keine Ahnung warum. Ich mache mal parallel mit den anderen noch. Dann einmal hier. So. Und. Yeah. Aber ne, Call of Duty Mobile habe ich gar nicht. Aber für Call of Duty Mobile müsst ihr euch dann anmelden mit eurem Mobile. Dann könnt ihr das hier eingeben und ja, das war's mit dem Video, Leute. Gerade freigeschaltet seht ihr Objektsatz mit Zorg-Thema, Waffenbauplan, Objektsatz mit Chopper und hier auch Talisman und Visitenkarte. Wie das Ganze aussieht in-game, zeige ich euch jetzt auch einmal. Hier, Leute, das ist die Visitenkarte Familienporträt, eine Zombie-Visitenkarte. Die bekommt ihr bei Cold War. Und dann haben wir hier noch das Zubehör. Und dieses Pferd hier kriegt ihr dann als Zubehör, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Falls ja, schreibt doch in die Kommentare, lasst ein Like da. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.